So, halli, hallo, hallöchen, Rupi hier. Ja, heute probiere ich mich mal mit so einem oder an so einem T-Rex World 3D Puzzle zum Zusammenstecken. Ja, hier in diesem Ei haben wir einen Diplodocus drin. Das ganze Ding ist von die Spiegelburg und es gibt hier anscheinend noch drei weitere Dinos, zumindest zu dieser Serie. Ob es da ein, zwei, drei Fortsetzungen gab, kann ich euch nicht sagen, denn es gibt wirklich wahnsinnig viele von diesen 3D-Dino-Eiern. Ob jetzt die Spiegelburg nur vier Stück von diesen hier rausgebracht hat, kann ich euch nicht sagen. Mal gucken, was mir alles so noch über den Weg laufen wird im Laufe der Zeit. Ja, das Ei hier, interessant, ne? Hier sieht schon aus, als ob es ein bisschen aufreißen würde. Hier sieht man schon ein bisschen rot durch, könnte aber auch hier irgendwie, keine Ahnung, die Birne vom Joe sein, wenn er sich mal wieder angehauen hat. An der Taxitür oder was weiß denn ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall schneide ich das jetzt einfach mal auf, beziehungsweise kann ich das so hochschieben, das Ding hier. Ja, das geht doch, oder? So, guckt euch an. Oh, hier ist aufgerissen. Naja, egal. Moment. Oh, fail. Ah, die Dinger sind ganz schwach zusammen. Egal. Also, so, ne, das kann man wegschieben. Das sieht dann auch nicht mehr unbedingt schön aus, aber egal. Schade, ich schmeiß so Sachen nicht gerne weg. Ich heb das immer alles komplett zusammen auf, zumal wir das auch noch hier in das Ei reinkriegen. Ja, so sieht es aus, unser Dino-Ei. Moment mal, was haben wir hier für eine Größe? So, von der Höhe her sind wir hier bei etwa, naja, so knapp 10 cm und Durchmesser haben wir hier auch gut, boah, 6,5 cm oder sowas, ne? Na, dann will ich mir das doch mal hier angucken. Oh Gott, wenn ich das schon wieder sehe, ne? Ich bin ja der absolute Puzzle-Weltmeister. Oh mein Gott, was habe ich mir da angetan? Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht geht es ja besser als gedacht. Hier haben wir auf jeden Fall so einen kleinen Beipackzettel. Das ist die andere Figur, der Tyrannosaurus. Besteht aus 21 Teilen. Was haben wir hier noch? Genau, der Triceratops, den habe ich auch. 19 Teile, okay, der T-Rex hat hier 20 Teile. So, und ich befürchte, der Diplodocus hat 23 Teile, okay. Aber, ja, ich hoffe mal, ich kriege es zusammen. So, hier haben wir nämlich auch ein Copyright, steht hier irgendwie, von wann das ganze Ding hier ist. Wann ist denn das erschienen? Steht hier irgendwas drauf? Nö, ich sehe kein Datum. Auf jeden Fall nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Ich meine, das gibt mir ja Hoffnung, wenn es für Kinder ab 3 Jahren geeignet ist, dass ich das Ding hier tatsächlich zusammenkriege. Naja, auf jeden Fall habt ihr wahrscheinlich was zu lachen, denn ich stelle mich da meistens ein bisschen blöd an. Keine Ahnung. Oh Gott, wenn ich das schon wieder alles sehe hier, ne? Ach du liebe Zeit. So, Tütchen. Das ist ganz fest zu. Ja, muss ich hier kurz aufschneiden. Ritsch, ratsch, rutsch. Tütchen ist jetzt futsch. Jetzt werde ich die Seite hier alle mal auf den Tisch. So. Okay, das sind alle Teile. Ah, hier ist sogar noch ein bisschen was zusammen. Aber, ich will es ja komplett zusammen basteln. Also ziehe ich es auseinander, wenn ich es auseinanderkriege. Ach du liebe Zeit. Okay, ist das auch nochmal verbunden? Das ist ja schon der Hammer, oder? Wahnsinn, wer denkt sich sowas aus, ne? Vor allem, welche Maschine schneidet das oder wird es gegossen? Boah, keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall mal alle Teile hier hinlegen. Das ist auch zusammen. Ah, das ist einfach nur so zusammengesteckt. Boah, das sieht aus wie ein Häuschen von Berg, oder? Schaut euch das mal an. Sieht aus wie so ein Häuschen mit den Drachenstacheln hier drauf. So, ne? Könnt ihr jetzt hier, was weiß ich, Rotzbacke oder Raffnuss und Taffnuss drin wohnen? Das ist ja putzig. Ist ja klasse. So, hier, ne? Sogar Doppelhaushälfte oder so. Irgendwas. Guckt euch das an. Da haben wir. Hier haben wir ein Stückchen Flanke, okay, okay, okay. Zum Glück sind alle Teile hier bemalt und so kann man doch wenigstens ein bisschen was erkennen. Aha, hier haben wir den Kopf und der ist schon schwer am Würgen, zumindest sieht so aus, weil er wahrscheinlich das Puzzle nicht geschafft hat, wie auch immer. Hat er Augen? Ja, Augen sind ganz schwarz reingemalt, okay. Also da bin ich echt mal gespannt. Ach Gott, der ist auch noch angesteckt. Oh. Ja, also,
ich hier jetzt alles auseinander. So, und jetzt nochmal ein Blick hier, tapferer Blick auf den Zettel. Ja, hier steht es ja grob drauf, aber ich will es mal weglassen, mal gucken, ob ich es ja so zusammenkriege. Ich meine, gut, okay, ja, wenn es ab 4 Jahren empfohlen ist, also über 3 Jahren, dann habe ich ja Chancen, dass ich es zusammenkriege, ne? Also, ihr Lieben, hier seht ihr mal ein 3D oder manche sagen auch 4D-Puzzle dazu. Und wo fange ich am besten an? Am besten mal mit diesem Stückchen hier, denn das ist garantiert ein Stückchen vom Schweif. Wir gucken uns das, wenn ich es zusammengebaut habe, noch ein bisschen mehr aus der Nähe an. Dann hier habe ich auch noch ein Stückchen Schweif, oder ist das Kopf? Ne, ich glaube, das ist eher Kopf, ne? Oder ist das Kopf? Seht ihr? Es geht schon los! Es geht schon los! Mein Gott, ich bin total überfordert. Also das ist garantiert... keine Ahnung. Gehört es hier hin? Ha! Oh nein, es passt! Ja, Wahnsinn! Das erste Teil, weil es passt. Wenn es auch stimmt. Oh shit, hier werden die Stacheln kleiner, hier wieder höher. Muss es so sein? Oh, keine Ahnung. Gehört hier vielleicht schon der Kopf drauf? So? Ach doch, sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus, oder? Kann das stimmen hier? Oh, ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Ach, du liebe Zeit. Dann haben wir hier ein Stückchen Körper. Was könnte hier drauf gehören? Das mit Sicherheit nicht, oder? Oder? Gott, Leute, echt. Was mache ich hier? Was tue ich hier eigentlich? Ne? So, hier haben wir ein Stückchen Flanke. Oh nee, ne? Ja, nee, ne? Ach du liebe Zeit. Ja, also gut. Jetzt hier einfach mal ganz entspannt durchatmen und ganz locker angehen das Ganze. Ich lasse vielleicht unter Umständen auch ein bisschen schneller laufen, damit wir das Ende hier überhaupt noch erleben, ne? So, sieht es aus wie eine... Oh, toll, ne? Passt! Ja, perfekt! Sieht man doch, dass es so gehört, oder? Also ich würde es so lassen. Finde ich cool. Nee, da fehlt natürlich ein Stück. Oh Mann. Ja, Moment, das könnte nämlich der Hals sein, weil irgendwie, das gefällt mir nicht so richtig hier. Das gefällt mir nicht so richtig. Mal gucken, ob das hier besser passt. So, wie sieht das aus? Oh Gott, noch schlechter. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Gehört es doch wieder drauf, ne? Das ist ja ein seltsames Teil. Also, Birne hier wieder draufstecken. Okay, ob das stimmt. Wir werden sehen. Ich lege es mal auf die Seite. So, jetzt hier. Das hintere Schwanzstück. Gehört das hin? Das könnte von mir aus eigentlich auch so bleiben. Und jetzt vielleicht dieses Teilchen noch dran? Nein? Doch? Ach doch. Doch, ja, ne, so wird es sich wenigstens ein bisschen schlängeln. Und wenn ich mir das hier auf der Tüte hier angucke, seht ihr das? Der Schweif hier hinten, der schlängelt sich so. Das ist übrigens ein dunkleres Braun, als was wir hier haben. Hier haben wir so ein, ja, eher rot, ne, ein rötliches Braun. Hier ist ein ganz dunkles Braun. Also ich glaube, das stimmt. So, okay, dann kommt jetzt hier irgendwie das Teil dran oder gehört es nach vorne? Das ist sogar schon... Ach ne, das habe ich zusammengesteckt, ne? Liebe Zeit. Also ich habe hier auf jeden Fall 2 Löcher. Was Breites, was Hohes. Könnte das hier hingehören? Ich glaube, das gehört hier hin. Warte mal. So, fest zusammenstecken. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich habe das Hinterteil. Okay, wie geht's jetzt weiter? Wie geht es weiter? Auf jeden Fall mit den Dingern hier. Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Die Stacheln gehen hier nach hinten. Also muss das auch noch hinten gehen. Was habe ich denn hier noch alles? Das hier vielleicht doch. Obwohl da so ein Hohlteil drin ist. Kann das sein? Also, sieht nicht schlecht aus. So, Frage ist nur, was gehört dann dahin? Wisst ihr, dass es unbedingt nicht auch einfacher ist, wenn man hinter der Kamera arbeitet? Oh doch, das könnte passen.
Ich muss immer gucken, was hier unten noch alles liegt. So, dann brauche ich ein Hinterbein. Das ist ein linkes Hinterbein. Das ist garantiert ein Vorderbein. Hier haben wir... Ja, das könnte Hinterbein sein. Jetzt hat es geklingelt. Ich muss mal kurz unterbrechen. Augenblickchen. So, I'm back. Also, weiter geht's mit dem Teil. Jetzt fehlt wahrscheinlich noch ein Rückenstück. Hier habe ich noch ein Rückenstück. Puh, kommt es hier in dieses Reihenhaus rein? Ja, das passt. Schaut's euch an. So, und hier habe ich... Geht es hier schon rein? Oh, das geht hier schon rein. Guckt mal, das könnte eigentlich stimmen. Die Frage ist nur... mach das nochmal weg. Was da jetzt reinkommt? Moment. Hier kommt garantiert so ein riesen Körperstückchen hin. Die Frage ist nur, ob das, das richtig rum... Das gehört hier hin, oder? Ja... Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Dann haben wir das Teil hier drüben. Ich hoffe, dass ich das so reinmachen kann. Nicht, dass ich wieder außen... Oh, das ist ganz hohl. Da gehört bestimmt noch was rein, ne? Oder? Oh, wenn ich das alles sehe, was hier alles noch hingehört. Puh. Ist das ein Hinterbein? Nö. Das muss dicker sein. Irgendwie ein richtiger Schenkel. Könnte es passen hier? Alter, das ist... Ah, okay. Das ging jetzt so rein. Guckt euch das mal an. Ich sag ja, wer konstruiert sowas? Ist doch eigentlich Wahnsinn, oder? Mal ganz ehrlich. Also ich ziehe da immer meinen Hut, weil ich für sowas definitiv viel zu blöd bin. Aha, das gehört hier garantiert. Das sieht aus wie ein... Ja, das sieht aus wie hinten. Guckt euch das nur an. Ne? Ist doch... Ich finde das Burner. Welche Maschinen schneiden das, ne? Jetzt hier kann ich was reinschieben. Ja, cool. Passt. Der andere Schenkel. Klasse. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich hier irgendwas vergesse. Geht es so hier rein, hier hinten? Liebe Zeit. Oder? Gehört es irgendwie in die Mitte, nach vorne? Boah, ich habe echt keinen Blassen. Das ist so, schaut euch mal dieses Wirrwarr hier an. Das ist doch komplett irre, oder? Hier habe ich auch noch so ein Stückchen. Ich kann eigentlich nur drücken und probieren, ob das irgendwie geht. Aber das müsste, glaube ich, schon so hin. Oder soll ich das vielleicht eher da drauf stecken? So, hier geht es nämlich auch drauf, der Schenkel. Jetzt nehme ich den anderen nochmal weg hier. So. Und mache den da drüben dran. So. Oh, geht es hier? So. So sieht das hier aus. Okay. Jetzt kriege ich das nämlich vielleicht auch hier hinten rein, weil ich muss das mal nochmal wegmachen. Und jetzt versuche ich das mal hier drauf zu schieben. Ob das irgendwie geht? Großer Gott, es geht. Oder? Doch, das geht. Feste zusammendrücken, damit man hier keine Lücken sieht. Moment. Vielleicht mache ich das seitliche Teil doch nochmal weg. So. Und das auch nochmal weg. Gott, ist das krass. So, jetzt rühre ich das mal ganz fest zusammen. Aha, jetzt ist es hier nämlich auch eingerastet. Okay. Na, so langsam wird es hier aber echt interessant. Jetzt stecke ich das wieder drauf. Sau cool. Ach, das ist ja für mich, ohne Scheiß, für mich ist das ein Wunder. Wie das Zeug hier alles, ach, guckt euch mal, das muss ja so genau geschnitten werden. Ne? Ich sehe hier fast keine Zwischenräume. Das ist ja der Hammer. Ne? Bei den neuen Figuren sehe ich ja auch mittlerweile Zwischenräume oder Montage, hier Schlitze ohne Ende, das ist der Hammer, guckt euch das an, das haut mich schon weg, so Zeug, also da ziehe ich den Hut, wirklich. So, jetzt kann ich nämlich auch das Hinterteil wieder dran stecken,
So, genau. Passt perfekt. So, jetzt, das ist ein Vorderbein. Das könnte ein Hinterbein sein. Oder? Gehört es hier rein? Ach du liebe Zeit. Kriegen das jetzt drauf? Das gehört hier garantiert. Das gehört hier garantiert rein. Ich probiere einfach mal. Aber mit Gewalt. Gewalt ist keine Lösung, ne? So, Moment, das sitzt. Ich hoffe, das ist das Richtige. Aber irgendwie sitzt es, ja? Sitzt. So. Jetzt das hier. Muss der hier sein. Der gehört so rum rein. So, okay. Also, Hinterbeine sitzen. So, ich kann gar nicht die ganze Zeit in die Kamera gucken. Ich hoffe, ihr seht alles und nicht nur die Hälfte. Also hier sieht man natürlich einen deutlichen Absatz von dem Bein hier. Okay. Aber damit, ja gut, kannst leben. Ist ja ein Puzzle. So, jetzt mal gucken, was ich hier noch alles habe. Vorderbeine, Kopf und eigentlich nur noch die zwei Teile hier. So, jetzt ist die Frage, wo gehört das hier rein? Gehört das hier hinten rein? Ich glaube, das kommt hier hinten einfach drauf, oder? Gott, hier sind Löcher drin. Da muss ich die Seitenteile wieder wegmachen. Gott, ist das ein Gepfriemel. Dann kommt das nämlich hier drauf. So, genau. Die Frage ist, ob ich die Seitenteile vielleicht erst zum Schluss hinmache. Denn jetzt muss ich nochmal rausmachen. Jetzt kommt das nämlich hier rein. So. Richtig. Okay. Und jetzt muss ich gleich wahrscheinlich auch die Vorderbeine reinmachen. Gott, guckt euch das Zeug an. Ich kann es ja gar nicht. Ich fasse es nicht, echt. Ich fasse es nicht. Gehört es so rum rein? Okay. Dann das andere Bein. So rum. Lirum, larum, so rum. Okay. Jesus Gott, ist das. Ja, ich weiß, ne, ich flippe hier gleich. Aber es ist wirklich, also es begeistert mich. Ne? Ich bin Technik, könnt ihr mich jagen. Ja, ich habe da null Verständnis. Und mir fehlt teilweise wahrscheinlich auch das 3D-Denken ein bisschen, was so Teile hier anbetrifft. Drum, Zauberwürfel, konntest mich jagen. Habe ich nie auch nur ansatzweise angefasst, weil es war überhaupt nicht meine Welt. Null. Schaut euch mal die Konstruktion hier an. Ist ja Hammer, oder? So. Aber Honig, kriege ich das außer rein, damit ich nicht so viele, ja, Zwischendinger hier habe. Okay. So, und jetzt mache ich mal die Seitenteile hier drauf. Ich glaube, das gehört hier drauf. Jawohl. Gut. Das hier gehört da drauf. Gott, ist das geil. Echt jetzt ohne Scheiß. Das ist ja der Hammer. Leute, ich hab's. Gott, wie viele Stunden habe ich jetzt gebraucht? Ewig. Ja, das ist ja geil. Also, toll. Klasse. Leute, ich hab ein, was ist's? Ein Diplodokus? Einen Diplodokus. Ich habe einen Diplodokus erschaffen, der sogar steht. Hohoho. Ja, Wahnsinn. Und ich finde, es geht erst noch mit diesen Zwischendinger. Ich finde, man sieht es gar nicht so extrem, oder? Zumindest so, wie ich jetzt hier durch die Kamera gucke. Das ist ja auch eine geile Pose, oder? Also, das ist ja richtig, richtig, richtig dramatisch. Also, geil. Echt geil. Leutchen, Hammer. Und sowas war in diesem Ei hier drin, oder ist in diesem Ei hier drin. Ist ja schon der Hammer, oder? Guckt's euch an. Er kann es selber fast nicht fassen. Was? Ich war in diesem Ei. Eieiei. Ja, Leutchen, hammergeil. Also das hat jetzt wirklich Spaß gemacht. Auch wenn ich mich hier jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert angestellt habe. Aber wie schon gesagt, das war mein allererstes Teil. Hab sowas noch nie gemacht.
Ja, ich find's toll. Ich finde, ich hab das toll gemacht. Es ist nichts abgebrochen, nichts kaputt gegangen. Und ich sage ja, selbst diese Zwischenteile, die Lücken, die fallen gar nicht mal so sehr auf. Und es ist echt nett bemalt, ne? Also wir haben hier einen schönen Farbverlauf von diesem ganz, ganz dunklen Braun. Hier wird es ein bisschen heller und hier geht es eher ein bisschen. Ja, in so ganz, ganz hellbraun rein. Und wir haben hier noch auch noch so einen grauen Streifen entlang. Die Stacheln oben sind ein bisschen Anthrazit bemalt. Gut, die Augen fallen jetzt wirklich kaum auf, weil die hat man einfach nur schwarz punktiert. Die Zunge haben sie rot gemacht, Zähnchen weiß, okay. Ja, guckt euch einfach nochmal die Details hier an. Toll. Auch die Rückenstacheln, die nicht einfach gleichmäßig hoch sind, sondern ihr seht schon, ne, die wechseln sich tatsächlich ab in der Höhe. Mal ein bisschen höher und dann wieder ein bisschen niedriger, tiefer und vor allem auch nicht gerade nach oben, sondern ein bisschen schräg nach hinten. Ja, das ist doch hammermäßig. Schaut euch das an. Ist das cool oder ist das cool? Das ist schon echt klasse gemacht. Wirklich ganz, ganz toll modelliertes Teil. Also da kann ich mich tierisch drüber freuen. Und ja, klasse. Echt, echt klasse. Ihr seht hier sogar noch ein paar Rippen. Auch die Hautfalten sind klasse. Und man hat auch die Krallen hier, die Zehen bemalt. Auch eben in diesem Anthrazit. Sowohl vorne als auch hinten. Ja, ist das cool oder ist das cool? Also, super. Also hier ist so ziemlich die größte Lücke an diesem Modell. Aber das stört wirklich, also kaum. Das stört wirklich kaum, weil ich bin total begeistert von diesem Teil. Sorry, kriege ich mich nicht mehr ein, ne? Hammer. Was haben wir denn hier jetzt eigentlich letztendlich für eine Größe? Hier am Schweif gemessen, an der Spitze haben wir hier eine Höhe von ja, 7,5 cm und eine Länge von gut. Na gut, 16 Zentimetern müsst ihr euch mal geben. Ne? Und das aus diesem Ei hier, das finde ich der Hammer. Ja, supidupi, Leutchen. Ja, das war's. Ne? Das war mein Unboxing und Zusammenbauing von diesem 3D-Puzzle Diplodocus von der Spiegelburg. Die Serie nennt sich T-Rex World 3D-Puzzle zum Zusammenstecken und es gibt hier, wie schon gesagt, noch diese drei anderen Dinos. Den Triceratops habe ich noch da, den werde ich natürlich auch gleich noch anschließend zusammenbauen. Ja, also hat mir jetzt wirklich Spaß gemacht. Ich will mal gucken, wie lange ich jetzt eigentlich gebraucht habe, aber das ist wirklich toll. So, und das ganze Ding stelle ich hier jetzt auch noch auf mein Drehtellerchen, da könnt ihr es euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Also Hut ab vor den Leuten, die sowas hier konstruieren, die sowas machen, vor allem die Maschinen bauen. Das muss ja hier mit Lasertechnik irgendwie funktionieren, damit es so präzise auseinander geschnitten wird, ohne dass es keine allzu großen Lücken gibt. Also ich finde es schon wirklich Wahnsinn. Und vor allem auch die Details sind klasse. Schaut euch hier die Schuppen an. Claro, sind jetzt nicht Welle Wahnsinn, aber schön gemacht. Also es gibt größere Modelle von namhaften Herstellern, die jetzt auch nicht unbedingt größer oder jetzt aufwendiger gemacht sind, was die Schuppen hier anbetrifft. Im Gegenteil. Und drum sage ich ja, also mich begeistern diese 3D-Modelle wirklich, weil sie A, schön bemalt sind und B, tolle Posen haben. Ja, und ich füge noch ein C dazu. Einfach schön gemachte Modelle. Anders kann ich es gar nicht sagen. Cool. Also, ihr Lieben, ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen. Danke für eure Geduld. Finde ich ja der Hammer. Ich hau den hier jetzt noch auf mein Drehtellerchen. Ich sag ciao, tschüsschen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Hey!